In diesem Video stellen wir den einfachen und komplexen Satz vor. In der deutschen Schriftsprache gibt es grundsätzlich die Unterscheidung zwischen einem einfachen und einem komplexen Satz. Ein einfacher Satz hat ein finites Verb. Anna isst einen Apfel. Komplexe Sätze haben mehr als ein finites Verb. Anna isst einen Apfel und trinkt ein Glas Milch. Oder Anna isst einen Apfel, den sie geklaut hat. Schauen wir uns die komplexen Sätze genauer an, so stellen wir fest, dass es zwei unterschiedliche Arten gibt. Wir können auf der einen Seite mehrere Hauptsätze aneinanderreihen. Dabei sind alle Hauptsätze gleichberechtigt. Diese Form nennt man Parataxe. Anna isst einen Apfel und trinkt ein Glas Milch und schaut fern und beantwortet E-Mails. Auf der anderen Seite können wir einen Hauptsatz auswählen, von dem ein oder mehrere Nebensätze abhängig sind. Die Nebensätze sind dann dem Hauptsatz untergeordnet. Wir erkennen sie sofort an der Stellung des Verbes an letzter Position. Das nennt man Hypotaxe. Anna isst einen Apfel, weil sie Hunger hat. Eine Sonderform des komplexen Satzes stellt die Parenthese dar. Sie ist gekennzeichnet durch einen Einschub, der meist mit Bindestrichen oder Klammern markiert wird. Anna isst, wie alle hier wissen, gerne Äpfel.